So ihr Lieben, bevor das Video losgeht, möchte ich noch kurz was sagen. Und zwar, ihr werdet es gleich schon hören. Während des Rock am Ring Festivals war ich super heiser. Das lag natürlich an meiner eigenen Dummheit, denn ich habe die Band Pennywise am ersten Abend direkt zu sehr genossen. Aber naja, Heiserkeit und Festival passt auch irgendwie zusammen. Und wir haben die Interviews super viel Spaß gemacht. Das wollte ich nochmal sagen, es war einfach nur ein Träumchen. Und falls ihr genauso viel Spaß beim Zuschauen habt, dann gerne kommentieren, abonnieren und liken. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich möchte mich ebenso bei Dreamhouse bedanken, dass ich wieder vor Ort sein durfte und natürlich auch bei meinem Technikpartner Asus, die mir dieses wunderbare Sepheris G14 Notebook zur Verfügung gestellt haben. Ein Gaming-Notebook mit einer GeForce RTX 4070 Grafikkarte und einem super starken AMD Ryzen 9 Prozessor und natürlich einem wunderbaren 120 Hz Display, hat eine super Akku-Power und hier seht ihr diese wunderbare Slashbar. Ist auf jeden Fall ein Träumchen, dieses Gerät. Wir haben alle super drauf gezockt, hat Spaß gemacht, hat mich nicht im Stich gelassen und in der Video Beschreibung kriegt ihr einen Link zur Verfügung, könnt ihr draufklicken und dann erfahrt ihr mehr über dieses Gerät. Vielen Dank und jetzt geht's auch schon los. Perfekt. Das ist nicht. Die beiden Bro-Bros sind. Besser geht's. Wir könnten eine Band gründen. Ja, wirklich. Wir können echt eine Band gründen. Die Super Boys. Die Super Boys. Hört ihr was? Es ist so geil, wie beschissen Krogis Stimme ist und wie beschissen meine Stimme ist. Ja, das sieht gut aus. Das ist doch so ein schönes Bild. Ey, liebe Grüße an Samsung. Ja. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Herzlich willkommen, nächstes Interview. Das ist mein guter Buddy hier. Deswegen, ich kenne dich gar nicht. Stell dich vor. Hey Leute, Sears. Ich bin der Morri Emmerich Hamrich. Ich spiele bei der Band Blackout Problems Gitarre und ich singe oder schreie, wie man ein bisschen hören kann. Und ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen verausgabt. Und das war so überwältigend, dass ich nicht mehr darauf achten konnte, dass ich mit einer Technik singe. Und somit habe ich einfach nur rausgeballert und gebrüllt. Deswegen bin ich angeschlagen. Du bist schon ein paar Tage hier. Ja, weil du nicht so gesungen hast, wie du solltest, bin ich jetzt auch angeschlagen. So, ich hab das übertragen. Das ist Übertragung. In der Psychologie nennt man das Übertragung. Ey, du, wir haben uns ja schon einmal bei mir im Stream gesehen in Hamburg. Und ich finde, wir haben so gute Vibes. Das ist herrlich. Das finde ich auch, Krogi. Ey, wo ist er? Ich möchte mit dir anstoßen, nicht mit Kaffee, sondern deine Kaltschale. Zum Wohl. Prost. Ich trinke ein kleines Weinchen. Wir haben das Glück, wir haben hier hinten so eine... Ja, wie ist es? Erzähl mal. Wie ist es? Also... Wie ist Backstage? Wir sind eine Underdog-Band. Wir waren nie eine Hype-Band, sondern wir haben uns unsere HörerInnen und diesen Slot hier einfach jahrelang erspielt. Wir haben wie viele Alben raus? 4 Alben. Und wir sind seit 10 Jahren auf der Straße und spielen und haben uns sehr viele HörerInnen erspielt. Und wir sind jetzt zum zweiten Mal Rock im Park, Rock am Ring, was eine Riesenehre für uns ist. Unglaublich. Und vor einem halben Jahr haben wir die Anfrage gekriegt, dieses Jahr wieder zu spielen. Ich bin ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist, weil ich war wirklich stark nervös die letzten Tage. Ich dachte so, boah, also ich sehe mich immer noch als Gitarrist dieser kleinen Band Blackout Problems. Und hier heute zu spielen und gestern im Park zu spielen, ist immer noch ein bisschen surreal, weil ich denke immer noch, hey, wir sind immer noch diese kleine Band, auch wenn wir ein bisschen gewachsen sind. In mir drin fühl ich, was du sagst. In uns drin sind wir immer noch die Dorfband. Ich verstehe genau, was du meinst. Aber lass es zu, dass du über diesen Status hinüber bist. Also du bist gewachsen. Du bist nicht mehr die Dorfband. 1,69. Ja, genau. Aber auch mentale Stärke, weißt du? Ey, voll. Dieses, die Größe ist egal, schmecken muss er, weißt du? Hat er nicht gesagt. Trotzdem, 5 Jahre ist es her. Ist man dann Jahr für Jahr enttäuscht zwischen diesen 5 Jahren? Weil du hast ja gesagt, ihr baut euch das selber auf. Ja, du hast ja, also es war übrigens als Erwähnung, ja, da war die Hölle los bei euch. Für die Leute, die zugucken. Sonntags anfangen auf einem Festival, das 3 Tage geht, Opening-Slot machen, ist der beschissenste Slot ever. Du sagst es, ja. Schlechter geht's nicht. Ja. Die Leute, die die Headliner abends sehen wollen, sagen sich, nee, kein Bock, so früh dahin zu gehen. Die anderen sind vielleicht verkatert. Also du musst schon das machen wollen. Ja. Und bei euch war die Hölle los. Total. Und das ist eben diese surreale Kiste, die ich erstmal noch verdauen muss. Wir fahren morgen nach Hause und ich brauche immer so ein paar Tage, um wieder anzukommen, um zu reflektieren, was war denn da gerade los. Ja, verstehe ich. Das ist echt, ich bin dann zu Hause und mache mein Alltag-Ding und überlege mir, ey, vor 3 Tagen war ich bei Rock im Park, war ich Rock am Ring.
geh mit meinem Hund spazieren und visualisiere mir das Ganze nochmal. Ich bin so glücklich und geehrt und oftmals so sehr sentimental, dass ich das machen kann und dass ich das immer noch machen kann. Aber die Kernfrage ist trotzdem die, warst du angepisst, dass du 5 Jahre warten musstest, bis du wieder kommen kannst? Nee, weil, kurze Insights, so eine Booking Policy. Es ist eigentlich nicht gang und gäbe, dass man 2019 auf dem Park und Ring spielt und dann 20 oder 21 direkt nochmal. Okay, so. Das ist so eine... Im besten Fall, oder ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Jahr Southside Hurricane spielen. Und dann gehen vielleicht nochmal 2-3 Jahre ins Land und dann hoffentlich kommen wir nochmal zu Park und Ring. Man macht das nicht jedes Jahr und nicht jedes Festival bucht einen jedes Jahr. Obwohl wir letztes Jahr auch, geile Story, wir waren 2022 beim Green Juice Festival in Bonn. Das ist mittlerweile ein sehr etabliertes Festival und es wird immer größer. Und wir waren 2022 dort und hatten einen normalen Nachmittagsslot. Und wir haben abgerissen, wir haben das gemacht, was wir immer machen. Und danach kam der Veranstalter Julian zu uns her und meinte, nächstes Jahr seid ihr Headliner. Nächstes Jahr seid ihr Headliner. Und wir so, okay. Dann ist er auf die Bühne gegangen, hat eine andere Band abmoderiert und hat dann nochmal gesagt, Leute, wie krass war Blackout Problems? Wie krass war Blackout Problems? Wir stehen daneben und waren so, du musst doch gerade die Band abmoderieren, das sind Kumpels von uns, warum erwähnst du uns? Uns war das so ein bisschen so. Ja, ich bin so ein bisschen unangenehm ist es, aber geil. Aber der Veranstalter war so on fire und meinte, nächstes Jahr, wir wollen euch wieder haben. Dann, ein paar Monate, sind ins Land gezogen und dann haben wir eine Mail gekriegt, hey, wir haben darüber gesprochen, wir wollen euch wieder haben. Ich habe gesagt Headliner, aber an dem Tag kommt auch Casper und den können wir nicht vor euch setzen. Ach, scheiße. Ja, klar. Aber geile Story. Deswegen seid ihr jetzt Co-Headliner vor Casper. Und das war für uns so, hey, das ist voll okay, wenn wir Co-Headliner vor Casper sein dürfen auf dem Green Shoes Festival 2023. Hey, das ist so geil, humble, und das waren wir. Und es war einfach nur irre. Und Köln-Bonn, also das Festival ist in Bonn, das Green Shoes. Und Köln-Bonn, diese Region, ich krieg gerade Gänsehaut, weil Köln-Bonn ist die abgefahrenste Gegend für uns, plus München. Wir sind eine Münchner Band und die Hometown ist meistens die beste Stadt, wo man spielen kann. Aber bei uns ist es halt Köln. Hammer. Es ist brutal. Und die ganzen KölnerInnen sind nach Bonn gekommen und haben mit uns das Green Shoes so abgerissen letztes Jahr. Geil. Es war Wahnsinn. Ich habe Gänsehaut. Es ist mir läuft gerade ein Rücken hoch. Ach, es ist schön. Wahnsinn. Schön. Es ist so cool. Ey, aber Reden halten, ja, Ansprachen halten, die Leute emotional mitnehmen, das könnt ihr richtig gut. Das kann unser Mario sehr gut. Ey, das habe ich eben noch gedacht. Ja, seine Rede halten, auch wenn er nichts vorbereitet hat. Hammer. Unser Sänger ist ein sehr introvertierter Mensch, der Mario. Aber wenn wir auf der Bühne stehen, dann kommt da was aus ihm raus, das kennt man von ihm privat nicht. Der findet so oft die richtigen Worte und das ist so, ja, das ist magisch. Ja, ey. Chapeau, gut gesprochen. Du hast auch gerade sehr gut vorgetragen hier, freigesprochen. Es ist teilweise auch sehr schwierig für mich, frei zu sprechen. Ich muss eine Anekdote bringen und zwar war ich an unserer Abiturfeier, am Abiball, wo alle schon angezogen sind, haben sie mir gesagt, hey, du wirst die Abi-Rede halten und ich habe mir davor etwas vorbereitet und ich dachte, hey, ich habe da so ein paar Notizen und ich trage das frei vor und dann stehe ich vor diesen, wie viele Leute waren das, 200, 300 Personen bei dem Abiball und ich habe keinen richtigen Satz rausgekriegt. Come on, ey. Ohne Scheiß, mein Vater hat es gefilmt, ich habe mir das einmal angeguckt und dann war ich so, ich möchte das nie mehr sehen. Das war einer der unangenehmsten Momente meines Lebens, weil neben mir stand der Direktor, der hat gesehen, kommt gerade nichts raus aus dem Mori. Der hat dann übernommen und hat dann sowas gesagt, das, was Moritz sagen will, ist und hat dann seine Rede gehalten. Und für mich, ich bin im Boden versunken. 2011. Alter. Aber wie geil ist es, dass der gleiche Typ gerade mit Wein hier in so einem schäbigen Sprinter sitzt
bei Rock am Ring und einfach zwei Festival-Shows abgerockt hat und einfach hier Rockstar-Live führt. Aber es ganz humble ist, ist halt geil. Warum hast du mir eine Banane mitgebracht? Was ich bin gerade eben zu dir geführt worden von unserem Tourmanager und ich war so, ich habe dem Krogi gar nichts mitgebracht. Ich dachte, ich bringe ihm heute irgendwas mit und dann bin ich aus dem Weg von diesem Backstage, bin ich an dieser Banane vorbei und dachte, hey, ich bring dir eine Banane mit. Hey, dann werde ich doch jetzt mal direkt in die Banane beißen. Ey, enjoy. Das ist ja wirklich, das ist ey, ich ja liebe Bananen. Unbedingt das, was man hier machen sollte. Ey. Ich liebe Bananen und ich hatte heute schon zwei und deswegen dachte ich, ich bring dir eine mit. Ich habe dir auch was mitgebracht. Oh. Ich hab dir Geschichten von der Band Kiss mitgebracht. Die besten Fangeschichten von der Band Kiss. Ey, das ist sehr cool. Stefan Frommann, die Glamour-Band Kiss hat die verrücktesten Fans der Welt. So geil. Die sind ihre unglaublichen Geschichten. Nee, ey, willst du mit haben? Ey, total gerne. Ja. Vielen Dank. Ich zeig's mal rein. Mach mal kurz einmal Werbung. Ein geiles Buch. Geiles Story. Ey, geil. Ich war nie der große Kiss-Fan. Ich habe Kiss deswegen als... Deswegen ist ja Fangeschichten. Als, ey, ich werde mich wahrscheinlich jetzt damit beschäftigen mit der Band und werde hier auf jeden Fall reinlesen. Vielen Dank, Krogi. Voll geil. Weil letztes Mal hast du mir nämlich so ein Ultra-Bundle von eurer Band mitgebracht. Ja, genau. Richtig insane. Und unser Vinyl und Buch. Ja, wirklich. Leute, das müsst ihr euch hier nochmal abchecken, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr da für einen Aufriss macht. Ultra geil. Munich Warehouse, die München auf Englisch, munichwarehouse.com. Da kann man unsere Platten und CDs und Shirts kaufen. Und wir haben zu unserer letzten Vinyl eine Vinyl plus Buch herausgebracht. Das ist so dick und das haben wir dir mitgebracht. Da stehen Anekdoten zu Songs, Geschichten von Songs, geschrieben von unserem Sänger Mario. Ja. Schaut vorbei. Ey. Wir haben 5 Minuten, der Tourmanager. Ja. Da steht der Tourmanager und sagt 5 Minuten Leute. Noch. Diesem jungen Mann und stellvertretend der ganzen Band Blackout Problems wünsche ich alles Gute, super viel Erfolg, bleibt so cool wie ihr seid. Ey Krogi, von Herzen danke für die Einladung, für ja, den klar. Talk. Logisch. Und wir sind im Oktober, November oder Dezember, ich weiß gerade nicht. Kommt wir sind wieder rum. Auf Tour. Kommt da rum. Wir sind in Hamburg. Ja klar. Und ich würde sagen, ich sage unseren Promomenschen, hey, bitte ruf Krogi an, ja. Ich muss wieder kommen. Ja, oder ihr macht Musik, wir machen noch was. Ey, irgendwas, so, wir sehen uns wieder und wir machen dann wieder einen Stream oder whatever. Es ist sehr schön. Blackout Problems. Krogi.